Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Revelations. Und zwar habe ich mich mal hier rüber geportet, habe noch einen Adler mitgenommen, ich gerade eh da bin, ein bisschen was freigeschaltet. Ein paar Ärzte, habe mir jetzt Armschienen gekauft, also ich habe jetzt noch mal ein bisschen bessere Rüstung drauf. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Oh Gott. Das sieht unsicher aus. Soll ich ihn aufhalten? Das jetzt mal so kurz. Und wir müssen hierher. Der Wächter Teil 2. Einer ihrer Assassinen hat mehr über den Mann herausgefunden, der sich der Wächter nennt. Es ist Zeit, sich um diesen Verräter zu kümmern, bei der Suche nach dem Gefangenen nicht entdeckt werden. Okay. Gibt es Neues von dem Verräter Wally? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupf entführt. Nun fordert Wally, dass wir unseren Besitz den Templern übergeben. Nein, wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Dann sollten wir uns aufteilen und Galata absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gefangene Assassinen finden und befreien. Okay. Muss ich mal kurz den Typen da vorne befreien. Damit ich ein bisschen weniger gesucht werde. Dann schauen wir mal. Okay, müssen wir erstmal ein ganzes Ende noch da hinten. Der trägt sein Brot einfach mal auf den Kopf. Kann man oben mal machen. Ein paar Wachen. Schauen wir mal. Okay, wir sind Wachen. Da sind noch mehr Wachen. Okay. Haben wir ausgestattet? Eine Rauchbombe. Splittergranate. Ich nehme mal Kirschköder. Scheiße, scheiße, scheiße. Stopp! Verstehst du dich hier, Freundchen? Ah, die beschützen den. Ha! Boom. Wow. Jebel. Scheiße, hat uns gesehen. Ach du blöder Arsch. Ne, ist ja egal. Hauptsache, wir befreien die. Das ist ja das Wichtigste. Dass sie befreit werden. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Okay, wo sind die? Da drunter. Warte. Dit. Nebelbombe. Oh, komm schon, mach Bombe. Jawohl. Okay.
Hat Vali euch das angetan? Mentor, vergebt mir. Ihr seid in eine Falle getappt. Er fing mich, um die Assassinen vom Hauptquartier wegzulocken. Und nun ist er auf dem Weg dorthin. Im Wettlauf gegen die Zeit. Gutsche. Nein! Das hasse ich. Diesen Mauerabsprung. Macht das immer wieder, Mann. Ja, genau das. Hallo, nein. Ich merke gerade, ob du mich siehst oder nicht, du blöder Arsch. Gott, lass los. Lass los. Ihr seid ein pfiffiger Soldat, Ezio, aber ihr allein reicht nicht, um die Stadt zu retten. Ich folge euch über die Dächer. Was wollt ihr hier oben? Es gibt keine. Jawohl, hat er ihn. Schönes Ding. Einst war mir unser Credo so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber als die Türken in die Walachei einmarschierten und der Assassine nichts unternahm, wie konnte ich da noch an euch glauben? Wenn eine Philosophie einem Mann verbietet, sein Volk, sein Land und seine Familie zu schützen, wofür in aller Welt ist sie dann gut? Friede sei mit euch. Mein Schützling, Trophäe erhalten. Cool. Und noch eine Trophäe. Haben wir Sequenz 3 beendet. Cool. Claudia, ich bin nun im Besitz eines der Masyaf-Schlüssel. Und besser noch, ich habe eine Karte entdeckt, mit Zeichen und Symbolen kodiert, von der ich glaube, dass sie mich zu den übrigen Schlüsseln führen wird. Ihre volle Bedeutung ist mir ein Rätsel. Jedoch hatte ich das Glück, eine Venezianerin zu treffen, die mir bei der Entschlüsselung helfen wird. Doch ich sollte meinen Erfolg nicht überbewerten. Die Templer haben immer noch einen der Schlüssel, den ich ihnen abnehmen muss. Womöglich brauche ich mehr Hilfe, als die Assassinen mir gewähren können. Wenn ich nur einen Freund am osmanischen Hof hätte, das würde mir den Zugang zu den Geheimnissen der Stadt enorm erleichtern. Sequenz 4, ziviler Ungehorsam. Alles klar. Neue Sachen bei der Schmiede, beim Schneider. Nice.
Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge hier weiter. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Revelations. Und bis dahin sage ich ciao, ciao und bis dann.